Das Wikinger Kids Camp der SV Gunter Martig Ried geht bereits zum 5. Mal über die Bühne. Egal ob Vereinskicker, Fußballneuling oder Mädchen, hier kann jeder und jede mitmachen. Geht meistens mit 6 Jahren und endet mit 13 Jahren. Da sind etliche dabei, die was ich schon 6, 7 Mal gesehen habe und ist sehr, sehr erfreulich. Beim Fußballcamp lernen die Youngstars Tricks und neue Techniken kennen. Im Vordergrund soll aber der Spaß an der Bewegung stehen. Auch Fußballprofi Markus Lackner hat sich einst in solchen Camps fußballerisch weiterentwickelt. Ja genau, ich war damals auch Ferien, immer wenn es möglich war bei so einem Camp, 1, 2 Wochen oder so, wie es halt möglich war und wie es von den Eltern her auch gegangen ist. War super Erfahrung, hat Spaß gemacht, auch im Urlaub, wo sonst kein Training war, dass man wirklich da Fußball spielen kann mit vielen anderen Kindern und so. Also das passt. Wie heißt es so schön, früh übt sich, wer Meister werden will. Ich glaube, im Verein war das da mit 5, habe ich angefangen. Ich wollte es schon gar ein bisschen früher, aber das durfte ich noch nicht. Aber seit ich 5 Jahre alt bin, spiele ich eigentlich ununterbrochen. Den Kindern macht das Wikinger Kids Camp sichtlich Spaß. Darunter zu finden sind auch ganz viele Talente. Freut uns immer jedes Jahr aufs Neue, dass viele, viele neue Kinder auch kommen zu uns, aber auch viele, die schon die letzten Jahre bei uns waren. Aber natürlich ist es für uns auch eine große Freude, weil wir immer wieder das ein oder andere Talent auch neu entdecken, das wir noch nicht kennen. Ja. So wie etwa Lea, die auch als Feldspielerin ihre Qualitäten unter Beweis stellt, denn eigentlich ist sie... Torwart, ja, ich bin zu dir gekommen und da haben sie nicht so einen gehabt und dann bin ich halt ins Tor gegangen, habe überzeugt und deswegen spiele ich im Tor. Wir haben ja seit Jänner eben auch eine Damenmannschaft mit Kooperation mit dem SV Antisenhofen und da wird natürlich die Mädchen jetzt in jüngsten Jahren schon zu uns geholt und da lerne ich jetzt ein bisschen aus dem Fenster aus. Ich glaube, da sehen wir sicher die eine oder andere im Nationalteam, ganz sicher sogar. Vom Verein her spiele ich Sturm, hin und wieder rucke ich aber ins Mittelfeld. Und dein Traum wäre mal bei den Wikingern zu spielen? Ja, oder noch weiter. Ein Highlight des Wikinger Kids Camp ist die Autogrammstunde mit den Profis, der SV Gunter Martig Ried. Ja, und das erste Heimspiel der Profis rückt auch schon immer näher, und zwar am 30. Juli gegen Austria Lustenau beim Familientag in der Josko Arena. Ich erwarte mir ein gutes Spiel. Ich glaube, die Vorfreude ist groß. Wir haben jetzt einige Wochen gut Gas gegeben und wollen natürlich den ersten Heimsieg feiern, direkt im ersten Spiel. Die Vorbereitungszeit ist natürlich immer die zagste in der ganzen Saison und es ist eine Riesenvorbereitung da und heißt gut reinstarten in die Saison. Kommen Sie zum ersten Heimspiel der Wikinger in die Josko Arena und das mit einem speziellen Ticketangebot, denn in Zusammenarbeit mit der oberösterreichischen Familienkarte unterstützt die SV Ried wieder die Aktion Familie am Ball. Ein Erwachsener zahlt an diesem Tag den regulären Eintritt, alle anderen auf der Familienkarte eingetragenen Personen erhalten freien Eintritt. Also nichts wie hin, Spielbeginn ist 17 Uhr.